Das Duckloch, das Guckloch. So will der Biene. Wildbiene Arten bei uns in Deutschland. Zum Pollensammeln haben manche Wildbienen Borschen an den Beinen oder am Bauch oder einen Kopf. Und die Weibchen haben einen Stachel. Aber keine Angst, uns Menschen können die Wildbienen nicht stechen. Wildbienen machen keinen Honig. Wir uns. Aber sie bestäuben die Blüten, damit in unseren Gärten das Obst und Gemüse wächst. Außerdem sind sie Nahrung für andere Tiere, wie für die Hornisse, für die Wespe, für die Vögel und die Spinnen. Und stellt euch vor, alle Weibchen der Wildbienen sind echte Königinnen. Die gehörnte Mauerbiene schneit und Krokusse und Schneeglöckchen wachsen. Huh, ist das kalt. Hier kann die gehörnte Mauerbiene ihr Nest und die Eier legen. Die Frühlingspelzbiene. Die Frühlingspelzbiene fliegt pfeilschnell. Und das immer nur in eine Richtung. Von Blüte zu Blüte. Viel zu schnell zum Beobachten. Fenster heraus, jetzt können wir sie gut beobachten. Die Sandbiene. Ich baue eine große Sandgrube in meinem Garten.
alle Freundinnen kommen und bauen. Eine große Sandspielenstadt. Die blau-schwarze Holzbiene. Die blau-schwarze Holzbiene sammelt mit den Beinen viele Pollen. Die fuchsrote Lockensandbiene. Ihre Eier legt sie im Boden ab. Bitte nicht graben. Lecker. Die rostrote Mauerbiene. Juhu, die Brüten sind befruchtet. Jetzt ernten wir die Haributten. Dickkopfsmalbiene. In die Dickkopfsmalbiene grabt in den lehmigen Boden ein Netz. Sofort gräbt eine Freundin. Zusammen bauen sie ein Familie.
Das war knapp. Prima aufgepasst. Die Kuckucksbiene, sie legt ihre Eier wie der Vogel Kuckuck in fremde Nester. Die Kuckucksbiene. Als die Fruchtenbiene ihr Nest verlässt, die Buckelblutbiene legt schnell ihr Ei dazu. Die Rheinfahrmaskenbiene. Für die Rheinfahrmaskenbiene und andere Wildbiene. Und stelle ein großes Insektenhotel aus. Die Mauermaskenbiene. Die Mauermaskenbiene bohrt ein Loch in den dicken Stängel. Der Sonnenblume legt ihr Ei da rein. Dann drückt sie Fasern aus der Düse am Hinterleib heraus. Die Gartenwollbiene. Das Wollbienenmännchen bewacht die Blüten. Thank you.
die Buckelseidenbiene. Buckelseidenbiene sammelt Palmnektar. Alle ihre Freundinnen bauen ihr Nest daneben. Manchmal sind das Tausende. Die Gartenblattschneiderbiene. Dann schneidet sie mit ihren Kieferzangen einen Kreis auf einem Blatt. Sie rollt es zusammen und legt Eier und Pollen hinein. Die kurzpansige Scherenbiene. Auch ein Männchen fliegt nun her und trinkt etwas Nektar. Dann wird er müde und schlüpft in eine Glockenblume. Schlaf schön. Die gewöhnliche Öcherbiene.
die gewöhnliche Öcherbiene samt Pollen. Dabei ebbt sie hoch und runter. Und die Pollen bleiben am Bauchkamm hängen. Die Heide füllt Biene. Auch ein Gewitterwürmchen macht sich auf den Weg, um das Heidekraut zu bestäuben. Da hilft dir auch die Heidevölkerbiene. Die Brut weiderich Sägehornbiene. Wir graben ein Loch und bauen einen Gartenteich. Am anderen Tag wächst der Brutweiderich. Die Efeu-Seidenbiene. Wir holen einen großen Blumenkasten. Und wir füllen ihn mit Sand. Thank you.
Ja.